Ja, nächstes Thema sind die Tabellen im Writer. Wir haben hier eine einfache Tabelle und jetzt geht es erstmal um die Bezeichnung. Also das hier oben, das ist die Kopfzeile oder Zeile und können wir hier gleich mal einfärben. Also Zeile waagrecht, dann senkrecht, das sind die Spalten, färbe ich auch entsprechend ein. Und hier das Alleinstehende hier. Das ist dann die Zelle.